So, zurück auf der Molkerei. Von St. John. Genau, von St. John. Und ich denke, hier sind wir ja relativ sicher, heißt es jedenfalls. Da sprechen wir mal ein bisschen mit Mark, was der so zu sagen hat. Genau. Ja, das war ein langes Gespräch. Vielleicht, ja, du sollst gucken, ob es hier sicher ist. Von daher. Können wir ja mal den elektrischen Zaun überprüfen, ob der denn so sicher ist. Einmal anpacken. Oder schaukeln. Können wir auch Holz hacken mit unserer Axt? Nee. Ich glaube, du hast sowieso irgendwie gerade keinen... Ah, da ist das Ceiling. Ich habe mich schon gewundert, wo denn das Kreuz geblieben ist. Also hier können wir gleich rein. Mhm. Das habe ich wohl begriffen. Ja, ich will eigentlich so wenig wie möglich mit dem hier sprechen. Du traust den Leuten da nicht, ne? Dem besonders nicht. Wenn die so ein Verkäufergesicht haben, mit dem sollte man nicht viel anvertrauen. An electric fence is enough to keep out walkers. Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with a generator. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass nie jemand die Zombies nennt? Nö. Das ist sogar in der Serie so. Okay. Die werden Walker. Dann immer Walker genannt oder Tote oder Freaks oder sowas. Freaks! Aber die werden nie Zombie genannt. Weißt du eigentlich, woher das richtige Wort Zombie kommt? Nein. Das kommt von den damaligen Kolonien. Und da war es dann eben so, dass die Sklaven, die da die ganze Zeit arbeiten mussten, die wurden Zombies genannt. Okay. Weil die eben nur noch gearbeitet hatten und nichts Menschliches mehr an sich hatten. Mhm. Das ist die eigentliche Bezeichnung von Zombie gewesen. Okay. Ja, mittlerweile versteht man was anderes drunter. Das sieht alles zu idyllisch aus. Vor allem mit diesen Bäumen und der Sonne. Was müsste denn hier alles sein, damit du dem Ort vertrauen würdest? Wenigstens Tiere. Ich bin auch ziemlich ich bin auch ziemlich skeptisch gegenüber dem Ort gewesen, als ich da war. Ich habe auch an allem gezweifelt, was da war. Ja, wenn du ihn petzen gehst, sowieso nicht. Ja, wenn er wieder sagt, das ist ein Rassistenschwein. Alte Petze, warum magst du den? Was ist denn da? Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. Und vorgesetzt, ja, ja. Na dann. Dem Typen will ich sowieso nicht viel erzählen, der geht eh wieder petzen. Ah, Quatsch. Wie gesagt, ich habe ihn von Anfang an gemocht. Naja, ihm würde ich lieber eine Axt in die Hand drücken als dem Larry. Immerhin. Ich glaube, man will eigentlich jedem lieber die Axt in die Hand geben. Selbst Clementine. Ja. Well,
Er bemerkte dein Schweigen. Wäre auch schwierig, wenn nicht. Schiebe-Zombie? Na dann. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, einer von denen wacht da irgendwie auf. Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe immer so gedacht, ah, das kann doch nicht sein, dass alle davon tot sind. Ich denke dann immer, wenn ich die da so schiebe, habe ich immer gedacht, ah, da wacht doch bestimmt einer auf. Da greift doch bestimmt einer an. Mhm. Danke. Would have been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. Come on, I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off again. Mr. Crispy. Little help here, Lee? Nein. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. No, wir warten mal ab. Der packt dich. Und drücken, und drücken. Ja, ist ja gut. Holy fuck! What just happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Ow! What the? Get to the gate! Get down! You asshole! Jesus! Ich wusste, diese Teletubby-Scheiße ist nicht echt. Wer weiß, vielleicht werden die Teletubbies auch ständig mit Pfeilen angegriffen. Der Staubsauger ist schuld. Ich könnte es nicht verübeln. Ja, los, mach's. Das war wohl nix. Naja, Marc hilft ja auch nicht, ne? Ja, ja. Hallo. Kann sicher nichts schief gehen, wenn ich mal rüber lünker. Hey, geschieht ja wirklich nichts. Die sind aber ganz schön schlecht. Pass auf! Oh, gut, danke. Wir müssen es ja nicht so enden lassen. Wie können wir die Dinger denn anheben? Aha! Ja, nö. Ja, das hat wohl noch nicht gereicht. Ja, natürlich. Der Alte, leg einen Ziegelstein davor, damit der Traktor nicht rollt, Trick. Ich habe ja am Anfang immer versucht, mit dem zu reden da. Du weißt doch, wie gerne ich hier rede. Ja, ich weiß. Jetzt seid ihr am Arsch. Du hast so den typischen Rollenspielcharakter, der sagt einfach gar nichts. Ich rede nur mit den Leuten, denen ich auch irgendwie vertrauen kann. Und so einem komischen Kaff hier vertraue ich schon mal gar nicht. Einem komischen Kaff? Ja, diese Molkereitypen. Ach so. Im Kaff bewohnen. Ja. Und die. Der packt dich. Ach, der packt dich ja tatsächlich. Das hast du kommen sehen. Ja. Aber die Typen haben ja auch davon gesprochen, irgendwie, wo sind unsere Lebensmittel? Das heißt, das werden wohl andere Typen sein. Okay? Yeah.
Da kommt einer! Ein halber! Danke! Thank you! Was? Ein Elektrozaun und dann so ein Ding? Ja, ich habe auch eine Schwachstelle entdeckt. Naja, gut, du musst ja irgendwie raus und reinkommen. Ja, aber Zombies können dann auch irgendwie raus und reinkommen. Ja, das stimmt. Besonders weil das Ding nicht mal hoch. Ich dachte schon, er hätte wieder nichts gesagt. Alles okay. Bastards in the woods, Mama. Yeah, I'll be all right once it's out. Hey, y'all. Mark. Hello. What happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just... Oh, Larrys Gesichtsausdruck. Unbezahlbar. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the best. What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmers. We were able to get them to stop by making a deal. What you knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. Das ist dumm gelaufen. It was just a fluke thing. Can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. It could have happened to us in the motoring. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this. There's no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. We know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that den, they can come and find us. Ich denke, dass die Typen die Banditen einfach verarscht haben. Irgendwie das Benzin genommen haben und dann gesagt haben, ja, schön, gut, danke. Jetzt gibt's nichts zu essen. Richtig. Ja, wer weiß. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor until we get back. Hey, I remember seeing kids in the group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. Hope the kids like swings. Ja, im Pfeilhagel schaukeln. Yeah! Du hast die geregelt? Was habe ich geregelt, Beth? Die Schaukel? Nee, die haben die doch geregelt. Ach so. Ich dachte schon, habe ich das nicht mitbekommen. Weil eigentlich konntest du die Schaukel reparieren. Das haben die gemacht. Okay. Ich bin doch nicht hier der Mann für alles. Ich bin nur der Mann, der stumm nickt. Oder die Schultern zuckt. Der Mann der wenigen Worte, ja, ja. Was sollst du machen? Ich habe keine Ahnung, deshalb gehe ich einfach mal in die Scheune. Ach so, du bist immer noch dabei, die Sachen zu inspizieren. Inspizieren. Kann man das aufmachen? Nee. Anscheinend nicht. Aber da ist auf jeden Fall schon mal eine Scheune. Ich würde gern mal die Tiere hier sehen, wenn die groß von Molkerei sprechen und so. Ich habe auf dem Weg. Heu ist da. Ja. Aber das macht den Kohl auch nicht fett. Naja, wären keine Tiere da, würde wahrscheinlich auch kein Heu da stehen. Dann würde man sich die Arbeit gar nicht machen. Ich
finde das alles sehr suspekt. Und die Typen sowieso. Leute. Gott, der andere Typ ist mir unheimlich. Sag ich mit doch. Seinem Blick. Sag ich doch, ich finde den total merkwürdig. Weißt du, an wen der mich erinnert? Der erinnert mich irgendwie an den Präsidenten, ich weiß nur nicht welchen. Okay. An wen denn? Ich denke bei dem an Randall in die große Pause. Okay. Miss Finster, Miss Finster. We're going on the great hunt. Geh schaukeln. This will be a big one. Da, 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 da. Kennst du das nicht noch? Das Lied? Nein. We're going on a beer hunt? Nein. Das ist ein mehr oder weniger alter Kindersong. Von, ich glaube, Michael... noch was. Michael Rosen? Michael Rosen wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Michael Rosen war sowas. Ein Kinderbuchautor jedenfalls. The Great Bear Hunt. Ein Zelt? Oder was ist das? Jo. Schieß auf den Gastank. Wo ist denn da ein Gastank? Da auf dem Tisch. Leiche ins Lager. Da, der Benzinkanister. Meine hier. Propangas. Ich dachte schon, du sagst mal wieder nichts. Na, in so einer Situation, Ohne Worte. Yo, eat this shit. Ja, das habe ich auch gemerkt. Steht ja auch groß drauf. Was du nicht sagst.